Der Januar 2024 war laut EU-Forschern der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie der Copernicus Climate Change Service am Donnerstag mitteilte, lag die durchschnittliche Lufttemperatur an der Erdoberfläche global bei 13,14 Grad Celsius, 0,7 Grad über dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020. Dazu registrierte der EU-Klimadienst, dass die globale Durchschnittstemperatur 12 Monate lang mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Referenzzeitraum lag. Im Pariser Klimaabkommen von 2015 hatte sich die internationale Gemeinschaft darauf geeinigt, eine globale Erwärmung von mehr als 1,5 Grad zu verhindern, um schwerwiegendere und unumkehrbare Folgen zu vermeiden. Die Direktorin des Copernicus Service, Samantha Burgess, mahnte am Donnerstag, eine rasche Verringerung der Treibhausgasemissionen sei die einzige Möglichkeit, den globalen Temperaturanstieg zu stoppen. Anhand von globalen Daten, die bis ins Jahr 1850 zurückreichen, war bereits zuvor 2023 als das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen eingestuft worden. Demnach trieben der vom Menschen verursachte Klimawandel und das Wetterphänomen El Niño, das das Oberflächenwasser im östlichen Pazifik erwärmt, die Temperaturen in die Höhe.